Okay. Okay, ich möchte kurz eine Info. Ich habe nochmal natürlich tief in meinem Kopf gekramt für Mr. Miyagi. Ja. Der im Original. Ja, hast du nachgedacht, heißt. Ne? Ja. Ich habe in seinem Google-Ordner. Ich habe drei interessante Fakten über Pat Morita für euch. Fakt Nummer 1. Er wurde Oscar-nominiert als bester Nebendarsteller. Ja. Er ist gestorben 2005. Der ist gestorben? Ja. Okay, ich dachte, er wäre unsterblich oder so. Ja, dachte ich auch. Mit dem Kranichkick. Aber er wurde vor allem bekannt als Hauptdarsteller und Mitproduzent der Krimireihe O'Hara. Das ist doch gelogen. Das ist voll gelogen. Wenn ich nicht besser wüsste, dass Maga deutlich schlimmer vorlesen würde, dann würde ich sagen, der hätte das irgendwo bei Google geklaut. Aber echt beeindruckend, dass du das noch im Kopf gefunden hast. Ja, ganz tief hinten. So, was machen wir jetzt? Was hab ich verpasst gerade, als ich nachgedacht habe? So, hier ist die Karte, die zeige ich dir, als du nachgedacht hast, was du verpasst, dass wir jetzt diese drei Orte besuchen müssen. Und ich bin gerade auf der falschen Seite. Du bist völlig falsch. Nicht, was du da machst. Diese drei Orte sind aber vier, Matu. Ja, die drei Orte muss ich hier oben besuchen. Der untere ist egal, sagte mir der Ditto. Aber du warst ja so beschäftigt, nachzudenken. Du kannst auch unten links hin und dann einen der anderen drei, aber ich fand die anderen drei... Ja. Ja, wenn man sich hier nicht so voll verfährt. Ich fand sie näher. Pikachu! Das war wirklich laut links. Ich fliege jetzt einfach wieder nach oben und dann fahre ich nochmal zu dem Mann. Also die Karte ist irgendwie nicht hilfreich, ne? Nein, absolut gar nicht. Total kacke. Hör ich da Kritik? Nein. Überhaupt nicht. Das ist die beste Karte, die ich jemals hatte. Tolle Karte. Ich finde das Spiel ja echt ganz cool, ne? Aber teilweise auch so von der Animationstechnik her ist es echt schon ein bisschen rückständig, ne? Ja, was ich auch traurig finde, die hatten zum Teil schon deutlich bessere Features in alten Spielen und das haben die einfach wieder rückgängig gemacht. Also schon allein, wenn man sich, man hat ja hier schon die Option, sich einzukleiden und all sowas. Und das gab's schon viel besser oder mit viel mehr Auswahl in einem der älteren Teile. So, und das verstehe ich irgendwie nicht, wie man, sag ich mal, solche Features oder wie ich auch eben schon genannt habe, die Kampfzone, dass man solche Sachen wieder rauslässt, wo man doch noch ein viel besseres Spiel machen könnte. Ja, mir geht's ein bisschen darum, um die technische Umsetzung einfach. Wenn ich gerade dann denke, als die Sephora ihre Klamotten bekommen hat. Ja, auch das, klar. Das finde ich... Obwohl, das war aber, ich glaube, das war aber in keinem der Spiele so großartig, dass du gesehen hast, wie irgendwas übergeben wurde bislang. Ich weiß, das ist alles nur so angedeutet immer. Da war ein Dickdreh in der Ecke, Matu. Oh, du hast das gut gesehen. Ja. Hier rechts. Da. Ja, das Ding da halt. Ja, nur noch 146. Es sind noch 6 hier drin. Wenigstens sagt er mir sowas. Ja. Das finde ich einfach nur schade, weil die könnten einfach ein viel cooleres Spiel draus machen, wenn sie das einfach machen würden. Das ist ja heutzutage kein Problem mehr, ne? Ich meine, guck dir an, was es Spiele gibt. Ja, ich meine, man muss halt überlegen, dass wir schon 2020 haben und da würde ich auch erwarten, dass die ein bisschen mehr Detailtiefe da ist. Die Grafik stört mich jetzt gar nicht, aber halt die Mechanik der, ne, so die Umsetzung teilweise. Ja. Aber wenn ich jetzt auch so überlege, wenn ich jetzt an Anno denke, was ich ja gerade bei YouTube spiele. Ich habe einen Dinerpilz gefunden. Da ist es halt so, wenn ich halt, da kann ich mega tief reinzoomen und habe eine mega krasse Detailsicht. Und hier hast du einfach, da wird dem einen die Hand gereicht und da wird ein Gegenstand übergeben. Ist halt ein bisschen. Ich glaube, mein Handy ist gerade ein bisschen überfordert mit dieser Prachtgrafik, weil er ist nämlich hängen geblieben. Ich sehe immer noch wieder, wie Matu mit der Frau quatscht und der Dinerpilz ist im Hintergrund. Wir wollen aber auch jetzt nicht zu viel lästern. Das Spiel macht ja schon Spaß, das ist auch wirklich cool, ne? Nee, das war auch nicht jetzt absichtlich mit dem Lästern. Das war jetzt nur gerade passend, weil das ist wirklich abgestürzt. Ich glaube, mein Handy ist wirklich überfordert, gerade weil es auch mega heiß geworden ist. Aber der Absturz war jetzt nicht Pokémon, sondern links ein Dickter, Matu. Wir wissen, was das für ein Pokémon da ist. Liegt da erstmal. Welches? Das große Blaue? Das große Blaue. Dann das kenn ich ja Kopf. Sogar. Das kennst du ja sogar. Ja, aber frag mich nicht, wie das heißt. Wir werden es herausfinden. Rauhaut oder sowas. Sharknado heißt das. Sharknado. Hallo?
Hallo. Klopf, klopf. Ja, weil mein Bildschirm ist schwarz und niemand hat mehr geredet. Was hier los ist. Der Dito ist noch immer eng hängen. Oh. Aber ich glaube, das ist für mich ein ganz guter Zeitpunkt, um mich für heute zu verabschieden. Klar, Dito. Ich kann jetzt hier eh nicht mehr großartig viel sehen, fang aber ihn, ich habe auch noch ein bisschen was zu tun. Ja, alles klar, Dito. Alles schön, klar, dass du dabei warst, für deine Expertise. Ja, danke für eure Einladung. Wir danken dir für dein Fachwissen über Pokémon. Sonst hätten wir nur Matto gehabt und zwei dumme Fragensteller. Das hätte nicht so viel gereicht. Ja, man ist hier im Hot Seat auch ein bisschen immer konzentriert manchmal auf das, was man da gerade erleben möchte. Auf jeden Fall. Hot Button. Okay, Leute, wie gesagt, danke für die Einladung und jo, gerne. Ich bin dann weg für heute, ne? Bis bald, Dito. Ja, bis dann, Dito. Ciao, ciao. Tschüss. Ist das unser Verabschiedungsding jetzt, dieses Tschüss? Ja, das ist eindeutig das. Da kann man zum Beispiel machen. So, ich bin ja jetzt eigentlich da, wo ich hin wollte. Jetzt müssen wir nur den Ort suchen, wo es Ausrufezeichen gibt. Dass es hier aber auch nicht einen Trainerkampf gibt, ne? So ein... Ja. Das typische, laufen wir vorbei und ich guck dich an und dann kämpfen wir. Das bin ich wahrscheinlich schon wieder, genau, jetzt bin ich schon wieder raus. War das gerade dein? Ja, das ist meiner, genau, der läuft neben mir her. Warum? Weil er Bock darauf hat. Geht das jetzt? Der muss trainieren. Geht das jetzt mit allen Pokémon so? Hat er auch ein kleines Fahrrad neben sich? Der, genau, der rennt mir hinterher. Dame Kerl, Ehrlich, Matto, du schießt hier durch die Höhle. So viele Funkelscheine lässt sie einfach alle liegen. So, was ist denn hier jetzt mit dem Geheimort? Jetzt such ihn. Ja, such ihn. Wir fahren durch die Höhle, Matto, bis wir den Geheimort finden. Da ist rechts. Da ist ein Dick da. Wie viele haben noch in der Höhle jetzt? Noch drei. Ja. Das macht bestimmt tierisch Spaß, am Ende durch die Höhle zu fahren, bis du den letzten Dick da findest. Ja, das sind jetzt hier mein Pokémon. Ja, du musst links hoch. Du musst links hoch. Jetzt kämpft er durch. Nee, der kam auf mich zu, ich wollte mal mit ihm reden, weil ich jetzt auch nicht. Ich muss mich ja mit ihm anfreunden irgendwie. Dann mach doch dieses Pokécamp, das war ja irgendwie. Oh, da war Ditto weg. Ja. Und der Nein, nicht Kreideschrei. Kong. Sehen die beiden Entwicklungen denn gleich aus, Matt, oder sehen die verschieden aus? Die sehen verschieden aus. Der verfehlt auch den Wuchtschlag immer wieder. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Das ist nicht cool. Das sieht nicht gut aus. Wechsel ihn aus, Matu. Einfach draufknallen. Der nächste Versuch mehr. Hol dir deinen Libelo oder deinen Futok oder deinen Krabigator. Der Krabigator. Der macht schon wieder super Schall. Ja, okay. Was ist denn der Krabigator von Element her eigentlich? Der ist Unlicht und Boden. Mhm. Dass du sowas weißt. Ich hab den ja dabei. Sicher wissen. Dass Dittos Pokémon Shelrox ist, ey. Das ist, damit komme ich noch nicht zurecht. Damit komme ich auch nicht zurecht. Alle eure Antworten waren akzeptabel für mich. Shiggy finde ich cool, Mewtwo ist auch klar, das stärkste aus den ersten 150. Kann man auch nehmen, Simsala geht auch, aber Shelrox. Ja, Simsala finde ich auch mega gut. Aber, also wenn ich nicht Mewtwo nehmen müsste oder wollen würde oder könnte, dann wäre es auf jeden Fall Simsala. Links, Matto, du musst links um den Stein rum. Ja, da kam ich ja her, deswegen ist die Frage. Nee, du kommst von unten. Ich bin von unten nach oben gefahren und von oben kam ich nach unten wieder. Ja, da musst du lang. Rechts. Da war ich doch. Also da kam ich ursprünglich mal her. Tja, so passen wir auf. Ja. Jetzt ist die Frage, wo soll denn dieses Ausrufezeichen Ding sein? Damit, dass du immer konsequent auf die Karte guckst und was sollst du erfahren. Ja, also es soll ja angeblich hier sein, aber es ist ja scheinbar nicht hier. Das muss in der Höhle sein. Hier ist der Pfad der Prüfung.
als ein jetzt kleiner Hund. Jetzt bräuchten wir Dittos Expertise. Ist auch ja, jetzt ist er weg. Komm, ist er 3 Minuten weg, schon verkacken wir das Spiel. Ja. Wie der Matto sich umherum schlängelt. Nee, nicht die Schaufel, Olle. Nee, mit der möchte ich nicht nochmal reden. Schaufel, Olle. Und Mattos kleiner Bär muss einfach immer marschieren. Also werden wir beste Freunde. Er muss mir die ganze Zeit hinterherlaufen. Auf einen Kilometer. Sonst bist du da durchgefahren und hast nichts gemacht, oder? Nee, ich gucke hier gerade so rum, ob hier irgendwas Spannendes passiert. Da ist noch ein Pokémon. Mal hoch da oben. Also das sieht aus, als ob da oben was passieren würde, wenn du hochfährst. Ja, das war so der Plan, den ich auch hatte. Und wo sind die legendären Pokémon? Hier ist... Nein. Die will doch bestimmt irgendwas. Da haben wir es. Leider bin ich noch nicht würdig. Von daher muss ich gehen. Ja! Cool. Ey, du hast nicht einmal geschwitzt auf dieser ganzen scheiß Insel, ne? Und du bist noch nicht würdig. Ja, ja. Sicher. Oh, da war ein Pokéball. Schattenbrille. Klar. Oh, da ist auf der anderen Seite auch noch einer. Gut versteckt hier. Sneaky. Das klingt nicht so nett. Next Strike. Aber dann wird's doch auch. Dann wird's doch auch in der Höhle irgendwo so eine Perle geben, die du ansprechen kannst, oder? Das ist jetzt die Frage, weil wenn wir jetzt auf die Superkarte hier gucken. Am Pfad der Prüfung und da oben gibt es noch die Wüstensenke. Ja, aber wir müssen auch da irgendwo in die. Und da ist die also, Kämpfergrotte. Ja, das ist in der Höhle, da musst du nochmal rein. Da haben wir mal musst du nochmal, hast du übersehen. Ja, aber hier soll ja auch irgendwas sein, angeblich. Ja, aber da kommst du nicht rein, da ist das erst ist, Nummer 2. Das ist hier in der Hütte, schätze ich mal, das, ja. Das Auto zu zeigen. Oh Gott, ah! Gerade schon ins Gesicht, ey. Was ist das denn, mein ey? Haar. Ah. So, jetzt passen wir auf. Maga und ich passen jetzt auf. Pass mal mit auf. So, wir fahren da lang. Und quatsch mal ein paar Menschen noch an, falls du welche siehst. Naja, vielleicht helfen die dir. Aber bis jetzt habe ich erst mit einer geredet. Die war hier. Da links waren links waren Dingsbums. Da hinten. Also gleich haben wir alle 150 Ditto schon gefunden. Hier, Dicta. Dicta. Die Dittos. Da ist noch einer. Da war noch eins. Ja. Im Nacken, ja. Irgendwo da. Genau, wo drauf guckst du gerade. Ja. Und dann gab es noch 200 Watt. Oh, Vorsicht, so. Und so, jetzt geht's weiter hier. Okay, kannst du nicht mit dem Fahrrad da mit dem auf über den See rüber? Das machen da wir Da waren jetzt wir doch noch gar nicht. Da waren wir noch nicht. Ja, da ich doch waren wir auch noch nicht. Aber da ist da auch noch einer zum Reden. Oh ja, 100 Watt zeigst du mir, was du für ein tolles Pokémon gefunden hast. Ein Schlüssel. Sag mir, du hast 100 Watt. Ja. Gut, tschüss. Wow. Wow, ja. Dann wird da ist sie doch, da ist halt der Trainer. Ja, möchte ich. Dann geht's wohl hier weiter. Ja. Tolle Grotte. Tolle Grotte. tolle Grotte. Ja, guck, er hat dich jetzt viel lieber. Ja. Du fährst seit 20 Minuten da durch und jetzt guckst du dir in Ruhe jetzt erstmal an. Jetzt guck ich mir erstmal an. Du jetzt schon würdig oder noch nicht? Nee, ich muss ja dreimal solche Orte finden. Fährst du hin? Achso, jetzt zum nächsten. Jetzt wieder nach oben, weil oben war ja auch irgendwo einer. Oh, guck mal, da unten geht's zum Meer. Hast du gesehen? Aber du bist noch nicht würdig, jetzt da oben in die Hütte reinzugehen? Das werden wir halt sehen. Aber in die Hütte möchte ich ja auch noch gar nicht reingehen. Oder beziehungsweise in die Hütte möchte ich nicht reingehen, weil das ist ja die Unlichthütte. Oh. Viele Pokémon, die ich noch nicht habe. Ja, hallo. Die farmst du mal in Ruhe weg. Ja, ich habe kein Kokowai. Okay. Kokowai. Klong, klong. So, das war ein Typ, der. Ach, da ist er doch. Da ist er. Ja, möchten wir. Oh, tolle Berge. Ah, tolle. Tolle Wurst. Tolle Berge und grün. Oh. Ja, schön, schön. Ja. Alles ganz nass. Ah, da feiert alles ganz mich. Nass. So. Und jetzt gerade schon berichtet dem Meister? Ja, aber ich muss ja drei Orte besuchen, hat er mir ja gesagt. Ja. Also wird hier immer noch einer groß aufleuchten. Der da oben oder da unten? Boah. Welchen nimmst du? Wir nehmen jetzt den da unten. Ja.
Da kann man ruhig fliegen. Das sieht so aus, als würde man hier rüber müssen. Oh, Vorsicht. Nicht platt fahren. Eine Fleckmann. Lass die Fleckmanns leben, Matto. Doppelleber. Ganz wichtig, dass ich den jetzt habe. Dann fahren wir auf offene Meer hinaus. Okay, jetzt gib mal Turbo. Fitnessmeer. Du musst dich links halten für die Insel, Matto. Glaubst du? Das ist die Insel. Ist das nicht da, die Insel links? Ja, links ist die Insel. Ja, da, das ist es, da. Genau, voll drauf. Ring. Ja. Ja, da haben wir sie. Nee, doch nicht, das ist sie gar nicht. Oh, ein Rotom, guck mal. Okay, ja. Ich hab nicht genug Zeige. Echtes Rotom. Ich hätte auch gern so ein paar Äste. Warum fängst du es nicht? Ich hab mehrere Rotom. Da war ein Dick da. Was macht jetzt eigentlich hier mein Freund-Typ hier? Das schwimmt. Dickter. War doch die falsche Insel. 10 Dickter im Fitnessmeer. Wir gucken einmal auf die tolle Karte, ob wir überhaupt im richtigen Meer sind hier. Da ist es genau die falsche Richtung. Wow. Guck mal, da sind wir ja schneller da. Das ist auch echt schwer, sich hier zu orientieren. Also die Richtung ist schon mal falsch, das wissen wir jetzt ja. Also ja. Müssen wir aufs andere Meer hinausfahren. Kannst du auf den großen Wal zufahren eigentlich gleich? Da kann ich auch gleich hin. Jetzt aus Wasser raus, würde ich sagen. Wollen wir noch mal gucken? Nee, schräg rechts ist die Insel. Oder geradeaus, mit den Bäumen. Nehmen wir die geradeaus mit den Bäumen. Da ist vorher schon eine kleine Insel. Da ist bestimmt ein Dick da drauf. Nein, da ist nur eine... Die hat ein ganz tolles Pokémon gefunden. Oh nein. Die will dir was erklären? Nee. Ich kann Pokémon komplett zurücksetzen. Vom EV-Training. Da rechts war etwas, Matu. Was kommt denn da hinten? Noch schärfer rechts. Ist das... Wow. Das kommt voll auf mich zu. Speicher vorher. Speicher. Oh, es ist ein Hai. Ein Sharknado. Speicher vorher finde ich auch. Speicher vorher. Nein, es kommt auf dich zu. Speicher vorher. Mach Blitz, Matto. Der kann keinen Blitz. Aber der Hai ist recht schnell und stark, sehe ich gerade. Boah. Und kann ein bisschen was einstecken. Wobei, der war nicht effektiv. Da wird Vatkuma jetzt wahrscheinlich gut auf den Kopf bekommen. Dann fang ihn doch den Sharknado. Ja, der hat doch noch viel zu wenig abgezogen bekommen. Da passiert doch noch gar nichts. Greif irgendwas an. Ich greif irgendwas an. Zu stark, der Hai. Schnapp. Da ist er weg, der Bär. Tschüss, Bär. Kannst du mit dem Bär trotzdem noch gleich deine schönen Otte besuchen? Das ist eine gute Frage, aber ich kann mir gleich einen Top-Beleber geben, weil die brauche ich ja sonst eh nicht. Blitz brauchst du. Blitz, oder mach doch den Blattbär. Den Blattbär. Ja. Den meinst du einen Affen? Okay. Ja. Blattbär. Blattaffe, Blattbär. Trommel. Toll, jetzt wo wir nur vom Hai angegriffen worden sind. Nur, hätte ich mal vorher gespeichert. Hätte ich mal vorher gespeichert. Speicher vorher. Aber jetzt ist der Hai vermutlich tot, ne? Ja. Na, das schafft er nicht. Aber das sah schon beeindruckend aus, wie weit man den gesehen hat. Ich dachte, das ist das andere Ding, das Coolere als ein Sharknado. Ja, es sah so spektakulär aus, ne? Ja, irgendwie schon. So, jetzt gucke ich einmal ganz kurz auf die tolle Karte, ob wir diesmal in die richtige Richtung fahren. Nein, wie kann das denn sein, dass wir in die andere Richtung fahren und hier landen? Die Frage ist, wie kommen wir denn in dieses Meer denn hinein? Müssen wir durch die Höhle durch? Sieht so aus, als ob wir durch eine Höhle durch müssen. Vielleicht sagt er uns aber auch immer, wir sind hier, weil das Fitnessmeer ist und uns einfach die Mitte anzeigt, so wie sich das gehört. Und alles ist Fitnessmeer. Ja, weil eigentlich war ja der Weg, den wir hier gefahren sind, war ja sehr gut. Eigentlich. Ja, wir hätten nur einmal um das ganze Ding rumfahren müssen. Ja, dann mach das mal. Ja, stimmt. Hat der Matto, ach, der Magga hat uns wieder angelogen, ne? War der Matto auf dem richtigen Weg?
Achso, ich wollte meinen Bär gleich noch heilen. Ja, das machen wir mal schnell noch. Biber. Doppelleber. Ja. Top Beleber, tolle Wurst. Da bin ich mal ein Abra gewesen. Matto hat schon ein Abra. Jetzt einfach jetzt immer an der Wand kleben. Ja, immer rechts lang. Ja. Warum heißt oh, da fällt mir was ein, was ich total vergessen habe. Ich habe doch extra was vorbereitet für den Bären. Muss ich ihm erstmal ein paar Beeren geben? Warum? Weil der jetzt ja schon durch die Kämpfe ein bisschen trainiert hat. Mhm. Das wollte ich gar nicht. Denken wir den mal wieder auf Null. Denken. Nächste Beere. Angriffswert sinkt. Aber ist doch am Anfang egal, oder? Der hat ja jetzt EV schon ein paar Punkte bekommen und die soll der ja gar nicht bekommen. Die wollte ich ja gar nicht. Aber macht das denn Sinn, das jetzt zu machen? Weil der kämpft doch gleich weiter, der Bär. Ja. Ja, aber ich habe ja alles dabei, was der braucht. Echt? Komisch. Ja, ich kann dem ja nicht nur EV trainieren durch Pokéjobs. Ich kann den ja auch mit solchen Items hier trainieren, die ich schon vorbereitet habe. Weil ich ja wusste, dass es diesen Bären geben wird. Er soll nämlich super schnell werden. Mhm. Und dann soll der noch stärkeren Angriffswert kriegen. Protein, das braucht der Kralle gerade für seinen. Ja, ich trinke auch gerade meinen Fitness-Shake mit Protein. Unterschätzt mal hier die Frau nicht. Heute haben wir wieder trainiert, die hat echt fiese Übungen gemacht. Ja. Mhm. Ich bin gespannt, was das gibt. Was war denn da? Was suchen wir denn, Matu? Eisen. Ein bisschen Eisen. Verteidigung hochpucken. Da. So. Jetzt immer rechts halten an dem Stein. Müssen wir gleich so eine scharfe Rechtskurve machen irgendwann? Mhm. Hier ist doch bestimmt ein Dick da. Ja, sag ich doch. Wie viele Zuschauer haben wir denn aktuell, Kralle? Wir waren zwischenzeitlich 5 und sind jetzt runter auf 2. Wow. Wow. Okay, ja. Völlig überzeugend. Ja, hier sind wir doch richtig, Matu. Jetzt müssen wir einmal orientieren. Ah. Ich glaube, du gehst genau drauf zu gerade. Eigentlich müsste das hier irgendwo sein, ne? Ja, würde ich jetzt sagen. Jede Menge Käfer. Und wahrscheinlich ist das nicht hier unten, sondern gleich da oben. Ja. Wir sind eigentlich wahrscheinlich da oben hin. Wow, dich möchte ich hol haben. Hol ihn dir, hol ihn dir. Da ist das Simsala. Da ist der immer Löffel dabei hat auch, ne? Ja. Ja, zum Wiegen. Ja, zum Wiegen. Der ist auch schneller als du, Matte. Aber der ist, wollte ich gerade sagen, der ist auch sehr effektiv. Besser, der ist voller gegen Kampf. Bist du ja. Also. Ja. Tja, Matte, hat sich ja gelohnt, dein Top-Beleber. Wieder zu beleben. Tolles Viech. Ja, das ist eine gute Sache. Nehmen wir den Krabinator. Ja, und jetzt? Kriegt er ein Erdbeben ab. Und der Krabinator ist schneller als das in seiner. Ja, aber auch viel stärker. Und hinüber ist er. Das war wohl nichts mit dem Simsala. Ja, die hole ich mir später aus Raids, da sind die eh besser. Dann kriege ich auch die versteckte Fähigkeit. Okay, dann gehen wir jetzt weiter auf der Suche nach der Frau, die dir den Ausblick zeigt. Genau. Ich glaube, wir müssen hoch auf diese Brücke da oben irgendwie. Ja. Das befürchte ich auch fast. Kommen wir da irgendwie hoch? Irgendwie nicht so richtig, ne? Nicht so ganz richtig. Vielleicht müssen wir auf die Nachbarinsel dann. Vielleicht müssen wir durch die Höhle da durch irgendwie. Ich gucke mal nach links, vielleicht können wir sehen, wie wir da hinkommen. Da ist die Brücke. Wahrscheinlich mussten wir gar nicht hier lang fahren, sondern... Ja, jetzt haben wir uns den geheimen Weg ausgesucht.
Jetzt läuft dir dein Blattbär hinterher. Jetzt läuft mir der Blattbär hinterher, genau. Ist er doch. Ah, guck mal, haben wir doch die richtige gefunden. Ah. Ah. Ah, tolles Wasser. Aber immer im Regen. Aber ging das bisher auch schon, dass die Bären hinterherlaufen können oder die Pokémon? Nee, das ist jetzt neu, dass die mir hinterherlaufen. So, jetzt habe ich hier alle Orte gesehen. Jetzt fliegen wir mal wieder zurück zum Meister. Genau. Da schiebst du einfach den Blattbären weg. Einfach den Blattbären weggeschoben. So, wo ist der Meister? Rechts in der Hütte. Ah ja. Sag doch, was du willst, Frau. Warum? Die will, dass du ihr was sammelst. Ja, ich sammel was. Boah. Oh, na, aber oh Gott. Okay. Ja, ja, ja. Das ist hart. Wie viel Watt willst du denn haben? Gerade mussten wir schon 500 glatte Watt abgeben. Die sammelt Watt. Der sitzt hier. Kuba. Fantastionisch. Oh Gott, ey, der haut auch Wörter raus. Boah. Ja. Super, saubere Arbeit. Wir sind bereit. Auf geht's. Lauf. Lauf, lauf, lauf! Ach, der mit seinem Flanieren. Boah. Ja. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Hm. Wollt ihr hören? Denkt dran, es hören alle anderen Menschen auf der Welt vielleicht auch. Okay, ja. Aber das geht schon klar, denn ich bin Batman! Das solltest du doch mal üben. Das solltest du wirklich üben. Oh, was war daran falsch? Es war nicht tief genug. Ja, das ich bin jetzt nicht. Ich bin nicht erschrocken genug. Ich bin Batman. Ja, es hört sich an, als wäre der schlecht. So, mit zwei Türme. Einmal ein Wasserturm, da wollen wir hin. Einmal ein Unlichtturm, da wollen wir nicht hin. Welche Typenkombi wird er dann nachher nochmal? Der bleibt immer Kampf und entweder wird er Unlicht oder Wasser. Ach so. Mhm. Ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, wenn ich mich bei Spielen so entscheiden muss. Ich bin so ein Sammelmensch. Ja. Brauche immer alles. Und ich finde es immer ganz schrecklich, wenn ich mich entscheiden muss bei solchen Sachen. Ja. Ich ganz genau weiß, das andere kriege ich nicht mehr. Ja, da bist du ja beim Pokémon genau richtig. Ja. So, da haben wir jetzt das schon mal geschafft. Und dann fahren wir direkt weiter. Ploppt. Plopp. Plopp, 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 plopp. Aber so im Endeffekt, so, also wenn ich jetzt nochmal so über das Spiel nachdenke. Okay, also es ist irgendwie das gleiche Spiel. Ist der das immer noch Original besiegt hier? Das ist ja ein DLC, toll. Ne? Ja. Ja, mit mehr Pokémon. Die Karte ist ein bisschen mehr. Ja. Haut dich jetzt nicht so vom Hocker gerade, ne? Ich überlege gerade, also was. Also ich glaube, es ist aufgrund der Vielzahl neuer Pokémon, glaube ich, ziemlich cool, auch bei Online-Kämpfen. Ja. Mal sich da durchzufarmen und alles mal zu fangen. Ich glaube, das ist schon ziemlich cool. Ich meine, es ist ein DLC, ne? Also, was ist die Erwartung davon? Aber. Ja, wenn du jetzt überlegst, du bist mehr auf Story aus, dann hat dir das DLC jetzt nicht so viel, ne? Nee, überhaupt nicht, ja. Vor allem, es geht da halt nur um ein Pokémon, wenn ich das Lila, so richtig Lila, links, Lila, Säule links. Wo, oh, Lila, Säule links? Wo siehst du denn hier Lila, Säule? Das ist nicht Lila. Die ist ganz normal rot. Nee, die ist doch lila, oder? Nein, die Lilan sind ja viel krasser.
Bei mir kommt Rot-Lila raus. Ja, bei mir ist das auch lila. Ja, vorbei. Ne, die Lilan haben ja immer noch so komische Wellen drumrum und sehen viel extremer aus. Okay. Ja, storytechnisch war mau ein bisschen, ne? Ja, wie gesagt, es geht ja halt um diesen einen Bär. Man, also erstmal grundsätzlich, du weißt gar nicht, warum du da bist. Und ja. Ach, guck mal, clever. Ich meine, ist okay, aber letztendlich geht es um eine Rüstung. Also du weißt gar nicht, warum du das machst und was das Ziel ist. Und dann stellt sich raus, Ziel ist ein Pokémon. Ja. Okay, dann kannst du dich noch anfreunden und das halt entwickeln. Das heißt, es geht um ein Pokémon. Ja. Ja. Aber ich meine, glaube ich, da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken. Glaube ja, ich schon. Das also ist ziemlich cool. Viele neue Pokémon, neuer Dex. Ja, viele neue Pokémon. Das sehen wir jetzt natürlich nicht so viel, ja. Und es ist halt eine riesige neue Naturzone, ne? Ja, genau. Ja, aber ihr wollt ja so ein bisschen die Story heute durchspielen und dann kann man danach ja nochmal gucken, was es alles so an Pokémon gibt. Habe ich jetzt eingesagt? Ja. Apropos durchspielen, bald gibt es ja auch dieses legendäre Let's Play des neu auf der Switch erscheinenden The Great Perhaps. Ja. Wenn das rauskommt, dann spielen wir das durch, genau. Der liegt hier komplett falsch. Da freue ich mich auch schon drauf. Auf wen? The Great Perhaps. Ah, ja, da bin ich gespannt. Genau, der 100 Jahre schläft und plötzlich ist die Erde kaputt und er hat eine Laterne, die in die Vergangenheit gucken kann. Also, habt ihr gerade mitbekommen, ich darf nur ein Pokémon mitnehmen und das ist Dakuma. Ich bin gerade fasziniert, dass du mehrere Pokémon markieren konntest. Ich bin auch überrascht gewesen, das habe ich gerade schon gesehen. Es geht in der Box und dann kann man nämlich oben mit Y umschalten, dann kann man viele bewegen. Okay, hab was gelernt. Und du musst mit einem Pokémon nicht hier durchkämpfen? Ich muss mit dem jetzt alleine kämpfen. So sieht's aus. Haha. Dass sie dir auch sagen, ab welchem Level du das Ganze problemlos schaffen kannst, ne? Ja. Ja. Ja, will ich. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Das ist auch, also von der. Ich weiß nicht, wie es im Original im Englischen ist, aber... Oder yes, ja. Sagen wir mal, wir sind nicht ganz Kernzielgruppe des Spiels, ne? Muss man auch dazu sagen. Das hat er mir gesagt, mindestens Level 70, dann gehen wir doch nochmal kurz auf Nummer sicher. Machen ihn zu 99? Machen ihn zu 71. Na, wahrscheinlich wird jetzt 73, oder? Ne, genau 70. Guck mal, dann war die Mindestvoraussetzung schon mal, ja. Mindestanforderung. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Wahrscheinlich Pokémon Level 5 als erstes. Das wäre traurig. Ja. Und haben die jetzt mehrere Pokémon oder haben die auch nur eins? Das wäre viel, wenn die jetzt viele hätten. Anton! Was macht man gegen Anton? Anton ist Psycho-Wasser, ne? Anton ist, glaube ich, noch nur Wasser. Aber in der Serie konnte der auch Kopfschmerzen kriegen. Ja, dann genau. Wurde er zum Psycho. Jetzt ist die Frage, kann Dakuma eine Wasserattacke lernen? Das wäre ja witzig. Weil wahrscheinlich wird man ja nur gegen Wasser-Pokémon hier kämpfen. Ja, dann müsstest du ihm eher was Blitziges beibringen oder was Blattiges. Ich frage, ob der eins davon lernen kann. Ja, ich habe keine Ahnung. Tja. Ich war schockiert, als ich irgendwann mal so ein Lurak kam und macht eine Pflanzenattacke, da war ich schon raus, weil ich dachte immer, dass die Typen eigentlich einschränkend sind, was sie lernen können. Normal können sie alle, dachte ich immer, und dann immer ihre Typenattacken. Ich guck mal, ob der Donnerschlag lernen kann, weil das wäre echt eine große Hilfe hier. Ja. Geil. Dann lernt er das jetzt mal eben so. Dann lernt er das mal eben. Ist vor allem ein All-You-Can-Eat TM, ne? Kannst du so viel machen, wie du willst. 1, 2, 3, schwupp. Donnerschlag gelernt. Hält der jetzt immer nach jedem Kampf? Oh, ne, der hält nicht nach jedem Kampf. Okay. Warte mal ab, vielleicht doch. Ich würde erstmal hochgehen. Das Gefühl, dass die gleich, wenn du die Tür verlässt, dass du sagst, ich heile dich noch schnell, bevor du hochgehst. Warte, ich heile dich noch schnell. Nein, macht Sinn.
Ah, vielleicht macht er es. Ja, in der Mitte wahrscheinlich. In der Mitte von 5. Ja, die 3. Gleich will ich sie den Erdheim verschlagen. Krabi! Ja! Ja! Mama Krabi! Nee, es ist nicht Mama Krabi. Nein, Mama Krabi ist unten rechts im Bild. Ja. So, welche Attacke nehmen wir jetzt? Ich bin für Donnerschlag. Und tschüss, Krabi. Tut mir leid. Und das machen wir jetzt noch dreimal. Das machen wir jetzt noch dreimal. Wir jetzt 3 Etagen hoch. Wir sind hier überlevelt, sind wir jetzt. Massivst. Ja. Shishen. Shishen. Beeindruckend. Ja, hör auf zu quatschen. Oh, und wieder ein hoch. Genau. Und die nächste. Okay. Ich meine grundsätzlich gut, man hätte jetzt den Bären leveln müssen, ne? Ja, also du kannst Bonbon es, gehabt, genau. Und vielleicht ein paar Raids hätte machen müssen. Ja, damit man ein paar Bonbons holt, aber... Ein paar Bonbons. Ja, ja. Also ich suche gerade so noch den Schwierigkeitsgrad, weil es ist 1 gegen 1, ne? Da hatten wir ja schon mal das Thema. Ja. Oh, er ist schneller. Aber vielleicht kommt es ja gleich noch. Wir werden es herausfinden. Vielleicht. Oder der macht so Spiel einfach so eigentlich gut. Das kann natürlich auch sein. Das traut mir gar nicht zu, aber ich muss ja auch nicht viel steuern. Ich muss ja nur Attacken auswählen. War das gerade dieselbe Schülerin wie auf Etage 1 eigentlich? Die rennen immer hoch, während ich gegen den anderen kämpfe. Also das finde ich auch ein bisschen faul, ne? Du hast da 5 Gegner und die ersten 4 sind schon mal Wiederholungen. Das finde ich ein bisschen wenig, oder? Ja. Oh, Quapuzzi. Aber wenn ich jetzt überlege, der hat jetzt auch keinen Namen, ne, oder? Der heißt jetzt auch, heißen alle Schüler. Schüler. Ja. Gleich kommt wahrscheinlich der Meister. Ich gehe auch davon aus, dass Etage 5 hier der Maastricht-Typ ist. Das kann auch sein, aber ich glaube, der hält sich da raus aus dem Ganzen. Einste? Ja. Auf Etage 5 ist Yuffies Vater. Das kann auch sein. Für Matu. Das ist aus Final Fantasy 7. Da ist auch so ein Dojo, okay. Den muss man auch hochkämpfen. Beeindruckend. Ich bin jetzt, ich kann ja nicht mit dem Fahrrad fahren, bisschen geneigt, einmal zu speichern, weil ich auch jetzt keinen Trank nehmen möchte eigentlich. Weil bis jetzt ging das ja auch irgendwie so alles, ne? Der Matu ist knausrig. Ja. Ja. Ah! Der Meister. Der Meister Maastricht. Da ist er doch. Tu es! Rollen um! Gegen den muss man jetzt wahrscheinlich nicht kämpfen. Wahrscheinlich kommt jetzt, du kriegst ja die Wasserfähigkeit. Kuma! Ach doch, abschließender Kampf. Okay. Und ich hab 10 Pokémon, du hast keins. Naja. Mhm. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Wow! Oh Mann! Er ist ein Super Saiyajin. Hat er jetzt trotzdem nur ein Pokémon dabei? Er hat auch Dakuma dabei. Okay. Dann hilft dir ja dein meine Elektroattacke gar nichts mehr. Okay. Also es kommt ein Hauch von Dramatik auf. Ja, aber ich habe ja Aeroass, das sehr effektiv ist. Okay, ich habe ihn nicht direkt kaputt gemacht, schon mal kein One-Hit. Was tut er? Aeroass. Ja, cool. Boah. Tja. Langsam wird's brenzlig. Und Aeroas. Ich bin ja schneller.
Wow, ja, da beeindruckend. Da. Kurz Angst bekommen. Mirror Match am Ende. Dass ich ja Eroas konnte, sonst wäre es ein bisschen britziger geworden. Ahaha. So, entwickel dich weiter. Mal sehen, ob sich das jetzt alles gelohnt hat. Ich bin gespannt, wie der Bär in Wasser aussieht. Unglaublich. Fantastisches Team. Ich muss ihn jetzt immer bei mir tragen. Darf ihn nie wieder ablegen. Wow. Das war ja sehr gut animiert. Fast so gut wie Igor. Okay, der ist mir ein bisschen zu hyperaktiv. Ja. Wie so ein Kind auf zu viel Zucker, ne? Ja. Dass man noch böse guckt. Ja. Prächtig, prächtig. Schülertraining versucht. Warum hatte der dann keinen... Ah, der hat's nicht geschafft. Okay, er hat verlaufen. Ist schwierig bei einem Turm, den man ständig sehen kann, wenn du zulaufen musst. Ja. So, tu es. Nimm die Schriftrolle. Matu. Zeig ihm die Rolle, Matu. Guck sie dir an. Da steht was, Matu. Lies vor. Ja. Ja. MV. V. Q. Okay. Interessant für ihn. Okay. Klar. Achtung, abbrechen. Ich bin gespannt. Ein Wasserbär. Okay. Hätte ich mir anders vorgestellt. Ja, ich auch. Sieht aber ganz cool aus. Ja. Wie sieht der Unlichtbär aus? Der sieht ähnlich aus, hat nur eine andere Bewegeart, glaube ich. Mhm. Weil er bewegt sich ja jetzt fließend, weil er den fließenden Wasserstil hat und der andere bewegt sich ein bisschen anders. Schattig. Aha. Bisschen schattig. Ja, Trefferschwall ist eine gute Attacke, die möchte ich lernen. Was kann die? Das ist eine Wasserattacke, die hat zwar nur 25 Stärke, aber die trifft immer dreimal und immer Volltreffer. Oh, das war wirklich gut. Dafür... Schlag möchte ich gern behalten. Ah, ne, möchte ich nicht behalten. Er kriegt eine andere Attacke. Der hat nur 50% Genauigkeit. Das ist natürlich doof. Ja. Ja. Geht der erstmal weg. Ja. 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 Wulau. Pauschen ist aber ein bisschen auf. Okay. Was für eine Veränderung. Wunderbar. Hervorragend. Oh, das Wichtigste kommt jetzt noch. Ich halte die Ligakarte. Das war das Wichtigste. Das hat das Spiel jetzt alles zum Guten gedreht. Okay. Ja, dann haben wir's, ne? Dann haben wir's, ja. Schön. Das war der DLC, jetzt ist rum. Das war... Ja, jetzt müssen wir noch ein paar Dicker sammeln, aber das ist ja jetzt alles nicht so spannend für Zuschauer. Das ein oder andere Dicker wird noch gesammelt hier. Genau. Das ist das Coolste, was ich heute gesehen habe. Dass man mehrere gleichzeitig aufheben kann. Ja. Da ist Shigi. Noch fertig machen. Der Wahnsinn, ey. Ja, das war 3 Stunden DLC, noch nicht mal, zweieinhalb knapp, genau. Jetzt haben wir den Bären hier mit uns. Irgendwelche sinnigen abschließenden Worte, die wir sagen müssten zu dem DLC? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die richtige Tiefe haben wir noch gar nicht richtig erkannt.
Weil man, ah, die Buddelfrau, ja, ey. Die Buddelfrau. Und da ist direkt ein Dick da noch. Ich glaube, gut, hier ist noch einiges zu machen, wenn man Richtung Competitive gehen möchte, ja, wenn man Pokémon, ja, Pokédexe, oder wie cool kann ich sagen, wenn man den Dex vervollständigen möchte. Den Dex vervollständigen. Ja. Da geht bestimmt noch einiges. Also ich, man kann wirklich sagen, dass es nicht auf die Story ausgelegt ist, sondern, nein, halt um alles andere drumherum. Kriegst ein neues, oh, Pokémon, was recht gut ist. Als auch, glaube ich, das schnellste Pokémon momentan im Spiel ist jetzt. Der Bär. Also, der Bär, ja. Ah, okay, ja. Ne, ist auch soweit, soweit, ja, gut. Ich bin gespannt, ne, wenn jetzt demnächst noch neue Videos, Matu, von dir kommen hinsichtlich, genau, Pokémon. Ja, was es hier Spannendes zu entdecken gibt. Also wenn was Besonderes passiert, zeige ich das. Ansonsten zeige ich natürlich ein bisschen, wie man Competitive züchtet, worauf man da achten, ja, muss. Ja. Und dann wär's das auch erstmal. Dann sehen wir uns genau zu den ganzen Tutorials wieder. Competitive züchten ist auf dem Plan, so ein bisschen Teambild. Trainiere ich EV am schnellsten. Da kriegen wir ein paar Fragen beantwortet. Da wird wahrscheinlich der Ditto auch wieder dabei sein, weil er ja auch quasi mir alles beigebracht hat. Oh, da ist noch ein Dickter. Also Dickter findet man hier ganz gut. Ja, noch. 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 Du hast ja, du hast ja noch sind tief, ja auch noch 14. Irgendwann wird's. Und auf dem See sind ja auch noch so viele, ne? Da waren ja auch irgendwie 11 Stück übrig. Ja. Stück, und da haben wir ja gesehen, mehr, dieser See ist schon recht groß und da sind gefährliche Haie. Ja, Sharknados überall. Sharknados überall. Ja. Ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen schlau machen, also so ein paar Sachen. Hier den Frosch, den habe ich ja auch schon soweit fertig, beziehungsweise mein Quapsel ist fertig. Dann gibt es noch den Vogel, der wird interessant, den muss ich mir auch noch mal zurecht züchten. Und ein Sepa, damit ich einen Seedraking draus machen kann. Warum brauchst du einen Vogel? Der ist einer der schnellsten Vögel im Spiel und der kann Rückenwind. Also damit meine anderen Pokémon auch alle schneller werden. Und dann kommt Trick Room und dann hast du verloren. Ja, wenn Trick Room kommt, dann macht man halt keinen Rückenwind. Das ist so die Quintessenz aus. Und man spielt ja auch nicht immer nur gegen Trick Room. Das stimmt. Aber vielleicht wird Trick Room wieder attraktiver, weil jetzt viele gute, schnelle Pokémon rausgekommen. Hm. Man weiß es nicht. Wir werden Ditto fragen, nicht, weil der weiß, ja, was. Ja. Der Ditto weiß alles. Ja, schön, der spielt das schon lange. Genau. Dann können, ja, wir jetzt uns verabschieden und sagen tschüss, 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 tschüss